jetzt regnet es ja schon wieder. Ist ja doof. Okay. Die Libellen, die sind ja zwar nicht wie auf der Wiki-Seite gesagt, nur bis 16 Uhr unterwegs, aber ich glaube, spätestens bei 18 Uhr ist dann auch Schicht im Schacht. Und ich bin ja auf der Suche nach dem dicken, Gelfischen, der Riesenhirschkäfer oder Riesenkäfer oder wie auch immer, der sich nennt. Ich werde jetzt nur mal die Tasche leer machen. Weil die nächsten Nächte werde ich dann versuchen, andere Uhrzeiten mal auszugucken. Wenn ich den so spät abends nicht erwische, probieren wir es halt einfach mal durch. Ne? Kann ja sein, dass der halt noch später unterwegs ist. Beim Sägezahnkäfer hat er ja, der eine hat ja schon diesen vermeintlichen Tipp gegeben, dass die einen sagen, er wäre sehr früh unterwegs und die anderen sagen, er wäre sehr spät unterwegs. Das sagt mir mit früh jetzt, dass das vielleicht wirklich so ein Nachtkäfer ist, der bis 6 Uhr morgens da durch die Gegend flattert. In New Horizons waren es ja auch unfassbare Uhrzeiten. Nur das Problem war dann halt bei New Horizons, da habe ich ja am Zeitrad tunlichst nicht dran rumgeschraubt, um keinen Mist zu bauen. Der ist zu klein, ne? Ganz normaler Hirschkäfer. Das müsste man schon wirklich deutlichst sehen. Sagt man da deutlichst? Nee, ne? Nur deutlich. Weiß jetzt nicht so genau. Irgendwelche neue Wortkreationen, die halt richtig abgefahren intellektuell klingen. Ich höre dich schon. Ich höre der Trapsen. Sägezahnkäfer. Ja, vielleicht will den irgendeiner. Dann kauft ihn mir für 2 Millionen ab oder so. Ja, zumindest ist es Käferzeit. Ist schon sehr beruhigend.
jener geht ins Haus, wenn er mich sieht bei dem Mistwetter. Warum gehst denn du nicht? Okay, gleich kommt wieder die Stechmücke. Mal weg da. Ich häkel mir schon seit 3 bis 5 Jahren häkel ich mir irgendwelche Fäustlinge. Ne, so gedanklich habe ich die schon so oft gehäkelt. Im Grunde genommen brauchst du ja einfach nur so sowas wie einen Schalschlauch zu häkeln. Und der einen Seite halt so, dass der Daumen ausgespart ist. Das reicht schon vollkommen eigentlich. Es ist wieder arschkalt geworden. Also nicht nur da deswegen, weil ich die Heizung aus Sturheit nicht anschalte, sondern weil es halt auch wirklich April halt, ne? April ist ein schräger Monat. Ich habe ja gesagt, ich lasse den Zaun, der ja so lieblos dahin gefriemelt wurde von den Zaunbauern, lasse ich noch gescheit machen, wenn es nicht mehr gefroren ist. Ich meine, gut, es ist nicht gefroren, aber es pisst halt seit ein paar Tagen die ganze Zeit. Das ist sehr unangenehm. Oh, der scheint... Der scheint dick zu sein. Oh, doch nicht. Ich hätte gedacht, dass der... Ach, schon mal einer, guck. Da hatte ich schon die Hoffnung, dass das so ein dicker ist. Habe ich schon. Wo bin ich noch? Ganz frisch. Hey, wie geht's dir so, Mann? Ah, wirklich? Gut. Wenn du aber so hart arbeitest, macht dein Körper irgendwann mal schlapp. Klar, lach nur, wie's wollt. Wir werden sehen, ob du noch lachst, wenn du nass bist und dich erkältest. Also, was willst du, Mann? Gibst du mir einen Job? Mal nachdenken. Nee, ich habe nichts, was erledigt werden müsste. Versuch's später. So, du bist es. Die Nacht ist gerade erst angebrochen, Partner. Echt schade, dass es regnet. Ja, also was willst du, Partner? Kann ich helfen? Ah, nichts. Ich hab nichts. Nada, zero, niente, niet. Tut mir leid, aber versuch später nochmal, Partner. Wann's weg? Oh, my God.
wollen ja demnächst, wollen wir ja, also generell haben wir so eine lose Verabredung, einmal im Monat für miteinander einen Film gucken und dann auf Discord so ein bisschen dabei quatschen, was ja bei mir nur so bedingt funktioniert hat. Wie gesagt, mein Fernseher ist unten im ersten Stock und mein Computer, nee, mein Fernseher ist in der Etage, Erdgeschoss. Computer ist eins drüber. Ich bin halt nicht so modern. Nur um Smartphone habe ich auch keinen Discord-Gedöns. Meine blöden Kommentare während des Films wollte ich keinem antun. Die hatten da anscheinend weniger Skrupel, so wie ich das verstanden habe. Ich kam nämlich dann später hinzu zu dem Diskussionsrunde und die scheinen das tatsächlich parallel gemacht zu haben. Mein Vorschlag war jetzt zum Beispiel für das nächste Mal Lost in Space. Und da gibt es eine Serie von? Das war mir nicht bekannt. Woher auch? Ich meine, der Film, der ist jetzt schon... Oh Gott. Oh Gott. Über 20 Jahre alt. Dass da irgendwann vielleicht mal auch einer auf die Idee kommt, eine Adaption zu machen. Oder zumindest eine Serie, die einfach nur so heißt. Die vielleicht überhaupt nichts damit zu tun hat. Möglicherweise. Und, da dachte ich auch, also ich liebe ja diesen Lost in Space, ne? Das ist so einer, der ist nicht so wahnsinnig bekannt, der Film, und deswegen macht er dann auch manchen sehr, sehr große Freude, weil so hoch, der ist mir irgendwie durchgewitscht, ne? Ist aber ein echt nicht guter Film. Keine Ahnung, er ist allein durch Gary Oldman und das fünfte Element ist er irgendwie... ist er so in meinem Kopf irgendwie miteinander verbunden, was ja Quatsch ist, ne? Weil das eine ist ja, nur weil es beides im Weltraum spielt und in der Zukunft, heißt das ja nichts, dass es irgendwie miteinander zu tun hat. Da komme ich jetzt nicht ran. Und wenn ich runtergehe, komme ich aus dem Quadrat raus und dann ist der wahrscheinlich auch weg, ne? Oder? Habe ich Glück. Jetzt glaube ich unter den Pflanzen, oder? Weiß nicht. Weiß nicht, sehe ich nicht. Keine Ahnung. Jetzt auf mich zu und selbst wenn ich ihn erwischen würde, würde er wahrscheinlich doch von der Mücke gestört werden. Und vor allen Dingen denke ich mir da jedes Mal, also wie gesagt, ich mag den Film sehr gern und ich habe auch dieses eine Zitat, Gefahr, Bill Robinson, Gefahr. Das kommt bei mir öfters dann über die Lippen, wenn ich irgendwie so eine vergleichbare Situation habe. Aber da eine Serie draus zu machen, fände ich... Also es wäre meiner Meinung nach nur möglich, wenn die Crew total erweitert werden würde. Also extrem erweitert werden würde. Weil das ist ja lediglich eine Familie. Es ist ja im Grunde genommen ein Familiendrama im All. Und eine einzige Person ist noch zusätzlich dabei, die das Ganze so romantisch-technisch ein bisschen erweitert. Und sagen wir mal so, wenn man das Ganze so runterbrechen würde auf die Story, Familie zieht irgendwie um. Und die Kinder müssen ihr bekanntes Leben zurücklassen und die werden natürlich nicht gefragt, weil es nur um die Karriere der Eltern geht, so auf die Art, ne? Und
Und die Eltern wollen halt für die Kinder ja nur das Beste. Und deswegen machen sie halt diesen Kompromiss wegen der Karriere, um weiterzukommen, bla bla bla. Das ist ja geradezu bestechend für diesen Film, ne? Dass der Vater einerseits seine Kinder so im Blick hat, dass er die ganze Menschheit retten will, inklusive seiner Kinder, aber dann die naheliegenden Bedürfnisse vollkommen übersieht, weil er eben nur sein Werteschema eben vor Augen hat. Also das ist so die klassische Familientragödie sozusagen, ne? Und dann auch noch die Vater-Sohn-Beziehung, die halt schwierig ist. Das ist schon klar. Und die Tochter, die dabei irgendwie vollkommen untergeht, das ist schon klasse gemacht. Aber andererseits, ne, die Maus ist gerade so am Pubertieren und die einzige Projektionsfläche für ihre aufkeimenden Gefühle ist so ein blöder Sack am Pilotenknüppel, der eigentlich auf ihre ältere Schwester steht, die, auch so ein bisschen klischeehaft gewählt wurde. Es ist so, die Familiendynamik finde ich schon sehr, sehr spannend und interessant, ne? Aber wie gesagt, da eine ganze Serie draus zu machen, da brauchst du mehr Leute. Da brauchst du definitiv mehr Leute. Ich meine, allein schon die Tatsache, dass ein Raumschiff nur mit sozusagen 4 Leuten fliegt. Wie hanebüchen ist das denn? Deswegen, also, keine Ahnung. Ist das wahrscheinlich sowas wie Dark Matters, ne? Also mindestens 8. Nee, Quatsch, wir waren 7, ne? 7 waren es auch bei Dark Matters. Weil die Blonde, die Borg, die Androidin, die blonde Androidin, die an Seven of Nine stark erinnerte, hieß ja dann auch eigentlich, ne? Die 7. Sie war ja Nummer 7 sozusagen, tatsächlich. Das fand ich, den Insider-Gag fand ich sehr, sehr putzig. Er wurde ja nie laut ausgesprochen und vielleicht ist er so offensichtlich, dass er vielleicht doch nur in meinem Geist existiert, diese Parallele. Aber ich fand's lustig. Ich fand's gut. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe Dark Matters? Weiß nicht. Habe ich nur die erste Staffel. Die zweite Staffel, muss ich mal gucken, ob es die schon auf DVD gibt oder ob es die schon ewig auf DVD gibt. Ich habe sie nur nicht im Internet gefunden. Ich habe letztens mal wieder ein paar DVDs gekauft. Und ich habe tunlichst Amazon umtänzelt. Diese Monopolkrake kann mich mal. Die Schweine fangen nämlich jetzt an, richtig mit den Preisen anzuziehen, weil sie genau wissen, weil sie sozusagen fast eine der letzten Verbliebenen sind, die überhaupt DVDs verkaufen. Und im Medienmarkt in der Wühlküste, das ist einfach nur ätzend. Da ist so viel Mist drin. Das ist einfach nur furchtbar. Und ich habe ja schon eine relativ präzise Vorstellung, was ich möchte. So, das ist auch jetzt nur ein Hirschkäfer. Ah, leider. Das ist, ich muss tatsächlich mal verschiedene Uhrzeiten austesten. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so rar ist. Schuh. Dass der nicht weggeflogen ist. Ach, ein Nashornkäfer ist das. Schön.
So, es ist aber auch mal gut, würde ich sagen. Wenn ich jetzt nachts die ganze Zeit der guckt nach dem Fisch. Wenn ich jetzt nachts die ganze Zeit spiele, werden die ja vermutlich alle in ihren Häusern hocken und pennen. Ne? Also bin mal gespannt, ob ich da demnächst angeschnauzt werde, warum ich mich hab nicht blicken lassen. Schütteln würde, würde der sich irgendwann wieder loseisen und dann wegfliegen. Ein Bogenschild. Jo. Jetzt habe ich so ein paar Runden gedreht. Pferdchen an, schon am Stänkern. Gut, dann so. Kaufe ich noch meinen Schamas und auch durch die Mide. So, jetzt tunlichst alles rausschmeißen. Ich habe ja eine glatte Päckchenzahl von den Lottoscheinen. Also selbst wenn ich den Rest des Monats wirklich nur noch nachts durch die Gegend gurke. Hoffen wir mal, dass ich dann nicht zu sehr schnell voll werde. Ich meine, ich habe ja zwar nur zwei Fossile, aber die muss ich ja nicht wegschicken eigentlich. Reicht ja, wenn ich die in der Tasche behalte. Dann kann ich ja mal so einen Tag einlegen, bisschen früher wieder unterwegs bin, um die Prachtlibelle zu fangen. Dann kann ich alles wieder verkaufen. Das mit der Prachtlibelle ist sowieso so eine Sache. Da freue ich mich drauf wie auf Zahnweh.